Italiens. Wir freuen uns, dass du auf die Ostalb gekommen bist. Ich finde es stark, auch wie du dich für Armin Laschet einsetzt und eingesetzt hast in schwierigen Zeiten. Wir hatten Armin vor zwei Wochen hier. Das war ein starker Auftritt. Und wir alle, die ihn kennenlernen durften, wissen, wir wollen ihn als nächsten Bundeskanzler. Lieber Jens, herzlich willkommen. Du hast das Wort. Ja, lieber Roderich, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist hier so bei euch in allen, glaube ich, Tradition auf der Ostalb, dass man sich, wenn man sich besonders freut über einen Gast, wenn er kommt, dass man die Tröte rausholt, dass man die Pfeife rausholt, dass man ein wenig Krach macht. Ich freue mich sehr über die freundliche Begrüßung bei Ihnen und über diese Tradition, die Sie haben. Meine Vermutung ist, die meisten sind gar keine Aalner, einige von denen begleiten mich seit 3-4 Wochen, auch das ist ja völlig okay. Ich bin gerne hier nämlich auch, um zu diskutieren. Und wissen Sie, ich finde, zu einer guten Diskussion gehört, dass man sich zumindest mal zuhört. Dazu gehört, dass man eine Sekunde lang mal unterstellt, der andere könnte recht haben. Und dass man immer versucht, auch den anderen zu verstehen. Und deswegen werde ich immer verteidigen, dass man in unserem großen, schönen, freien Land sich auch auf die Straße stellen darf und laut sein darf. Das ist erlaubt und das werden wir auch immer verteidigen. Aber ob es uns weiterbringt als Gesellschaft, da habe ich dann doch schon ein, zwei Fragezeichen. Ich glaube am Ende, was uns weiterbringt, auch bei unterschiedlichen Meinungen, sind gute Diskussionen, ist einander zuzuhören, ist das Ringen um Kompromisse, damit wir auch in schwerer Zeit zusammenstehen. Dafür steht Christlich-Demokratische Union seit über 70 Jahren. Sie können gerne laut sein. Wir wollen am Ende diskutieren, um zusammenzuhalten und zusammenzuführen, statt zu spalten als Christlich-Demokratische Union in schwieriger Zeit. Zum Zweiten bin ich gerne hier, lieber Roderich. Wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jährchen. Du hast auch einige Besuche hier von mir bei euch, bei dir angesprochen. Aber ich bin einfach dankbar für die gute Zusammenarbeit. Wir haben politisch schon manche Schlacht miteinander geschlagen. Daraus ist auch eine persönliche Verbundenheit entstanden. Und deswegen freue ich mich sehr, heute einmal mehr auch bei dir im Wahlkampf vor Ort in Aalen, auf der Ostalb dabei sein zu dürfen, dich zu unterstützen im Endspurt bis zum Sonntag hier fürs Direktmandat, aber eben auch für uns als Union. Und das in Veranstaltungen, wo wir einander wieder begegnen können. Auch das tut doch gut. Videokonferenzen sind ganz praktisch, muss man das Haus nicht verlassen. Aber schöner ist doch schon auch die persönliche Begegnung, das Zwischenmenschliche, auch für die Diskussion. Und alles ist eben auch wieder besser möglich. Nach 18 schweren Monaten in dieser Pandemie, 18 Monate, die hart waren für viele, wo auch Spannungen entstanden sind, Stress im Kleinen, wie im Großen, für Kinder, Jugendliche, Familien, Schule, Kita geschlossen. Das waren harte Wochen und Monate. Für Gastronomen, Einzelhandel, viele Künstlerinnen und Künstler, Veranstaltungen, die sich gefragt haben, ob und wie es denn wirtschaftlich weitergeht, ob es eine Perspektive gibt, wie es um die eigene Existenz steht. Beschäftigte, die sich die gleiche Frage gestellt haben. Menschen, die sich Sorgen gemacht haben, sich zu infizieren, krank zu werden. Oder andere, die einfach, wir Menschen wollen anderen Menschen begegnen. Das ist angelegt in uns. Und das war nicht so möglich wie sonst. Das waren schwere Monate. Und gleichzeitig, meine Damen und Herren, sind wir durch diese schwerste Krise in der Geschichte der Republik gut durchgekommen miteinander. Wir haben gut aufeinander aufgepasst. Wenn Sie einfach mal schauen, auch im Vergleich zu anderen Ländern, Infektionszahlen, Todeszahlen, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, haben alle weniger Einwohner als Deutschland und deutlich mehr Todesfälle zu beklagen. Wir haben gut aufeinander aufgepasst in schwerer Zeit. Wir haben es geschafft. Wir waren in der Lage, zu jeder Zeit alle Patientinnen und Patienten zu versorgen. Frankreich, Belgien, Niederlande, Spanien, Italien, viele unserer europäischen Nachbar- und Partnerländer konnten das nicht zu jeder Zeit. Wir haben sogar noch Patienten in Deutschland aufnehmen können. Und das zeigt, wie stark unser Gesundheitswesen ist. Und Gesundheitswesen, das klingt immer so neutral, das sind die über 5 Millionen Beschäftigten. Das ist mehr, als die meisten europäischen Länder Einwohner haben. Die über 5 Millionen Beschäftigten in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den Praxen, in den Apotheken, in vielen anderen Bereichen, die jeden Tag
in unserer persönlichen Krise, Gesundheit, Pflegebedürftigkeit und in der nationalen Krise, in der Pandemie, für unsere gute Versorgung, für unsere Gesundheit arbeiten mit Expertise, mit Engagement. Und ich weiß, ein Dankeschön-Applaus reicht nicht, aber ich finde, ein ehrliches Dankeschön gehört dazu. Und deswegen Dankeschön an all diejenigen, die mitgeholfen haben im Gesundheitswesen, dass wir gut durch diese Monate gekommen sind. Und meine Damen und Herren, wir sind auch wirtschaftlich bei allen Problemen vergleichsweise gut durchgekommen. Wir haben Unterstützung möglich machen können, Überbrückungshilfe, auch für diejenigen, die es schwer hatten, die kaum in einem Land, an einem Land in Europa. Wir haben Bekannte in Südtirol, Norditalien, am Hotel, Gastronomie. Wir träumen von den Wirtschaftshilfen, die wir in Deutschland haben, möglich machen können. Wir haben nicht alles ausgleichen, aber doch viel abfedern können. Kurzarbeitergeld, soziale Unterstützung für viele und jetzt aus der Pandemie raus auch Geld für Investitionen in Infrastruktur, in Innovation. Und weil der Roderich gerade Wolfgang Schäuble und meine Zeit im Finanzministerium erwähnt hat, das hat ja einen Grund, warum wir diesen finanziellen Spielraum hatten und haben wie kein anderes Land in Europa. Es hat ja einen Grund, weil wir über viele Jahre in den guten Jahren gesagt haben, wir hören mal auf mit dem Schuldenmachen. Ich weiß doch, wie das war. Alle haben gesagt, die Zinsen sind niedrig. Macht doch neue Schulden, geht doch den einfachen Weg. Und wir haben gesagt, nein. In guten Zeiten mit Rekordsteuereinnahmen müssen wir auch mal hinkommen mit den Einnahmen, haben wir Verschuldung reduziert. Nach dem alten Motto von Oma, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das machen Unternehmen so, das macht man in der Familie so, das haben wir in Deutschland so gemacht. Weil wir gute, solide Haushaltspolitik gemacht haben in den wirtschaftsstarken Jahren, hatten wir jetzt in diesen schwierigen Monaten in auch der Wirtschaftskrise Spielraum, um zu helfen wie kein anderes Land. Auch das ist solide Haushaltspolitik, die sich auszahlt. Und die kann man wählen am Sonntag, am 26.09. mit der Union, die das mit möglich gemacht hat. Und deswegen, hier war Applaus vorgegeben. Und deswegen sind wir bis hierhin gut durch diese schwere Zeit gekommen. Und jetzt sind wir gleichzeitig in der vierten Welle und auf dem Weg raus. Ein Paradox, wie kann das gehen? Weil wir ein Werkzeug haben, das wir vorher nicht hatten. Impfen. Impfungen sind eine der größten Errungenschaften der Menschheit. Ich weiß noch, wie meine Großeltern berichtet haben von Kinderlähmung, die in fast jeder Familie in Deutschland, auch hier, viel Leid verursacht hat. Und Kinderlähmung gibt es in Deutschland praktisch nicht mehr, auf der Welt fast ausgerottet. Pocken. Ausgerottet. Dank Impfung. Viele hunderte Millionen Menschen sind vor Krankheit bewahrt worden in den letzten Jahrzehnten auf der Welt durch und dank Impfung. Und dass wir nicht mal 12 Monate nach dem Auftreten eines neuen Virus einen Impfstoff zur Verfügung haben, der sicher und wirksam ist, hat es noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit gegeben. Das ist ein großes Glück. Und dann auch noch Made in Germany, der erste PCR-Test auf der Welt, im Januar 2020, wenige Tage nachdem das Virus da war, in Deutschland entwickelt für die Welt. Und der erste Impfstoff auf der Welt, auch in Deutschland mit neuer Technologie entwickelt. Ich finde, das ist doch unser Deutschland. Wir machen mit Forschung, mit Wissenschaft, mit Innovation einen Unterschied in der Krise. Forscherinnen und Forscher aus Deutschland haben für die Welt den Weg rausgebahnt aus der Pandemie. Und ich finde, das darf uns auch ein Stück stolz machen in schwerer Zeit mit Blick auf die letzten Monate. Und jetzt haben sich 4 von 5 Erwachsenen bereits für eine Impfung entschieden. Fast 80% der Erwachsenen. Sich entschieden, sich und andere zu schützen. Und wir sehen den Unterschied jeden Tag. Ich war vorgestern in Mühldorf am Inn, im Klinikum, habe die Intensivstation auch besucht, mit den Pflegekräften diskutiert. Und alle Covid-19-Patienten auf der Intensiv- und auf der Normalstation in diesem Krankenhaus, alle nicht geimpft. 95 von 100 Covid-19-Patienten in den Kliniken in Deutschland stand heute nicht geimpft. Und ja, wir fragen nicht in unserem Gesundheitswesen danach, warum jemand krank ist. Jeder wird gleich gut behandelt. Die Pflegekräfte kümmern sich. Aber Frust, kann ich Ihnen sagen, ist da schon da. Weil die sagen, wir haben jetzt in 3 Wellen alles gegeben, um die Menschen gut zu versorgen. Und das wäre jetzt eigentlich so nicht nötig. Und deswegen ja. Es ist eine freie und persönliche Entscheidung, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und das bleibt es auch.
Aber die meisten Entscheidungen, die sie so treffen im Leben, haben auch Auswirkungen für andere. Diese ganze Pandemie ist ja ein Abwägen zwischen der Freiheit des Einzelnen und dem Schutz des Nebensitzenden. Wir wägen ja ab. Und auch beim Impfen geht es darum. Wenn mir dann jemand sagt, ist doch meine Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht, dann ja, dann stimmt das. Aber spätestens, wenn es schief geht, sind auch die Pflegekräfte auf der Intensivstation betroffen. Spätestens, wenn man anderen Menschen begegnet, ihnen nahe kommt, sind auch sie mit betroffen. Und deswegen, ja, es ist eine persönliche Entscheidung, aber jede einzelne dieser Entscheidungen entscheidet mit darüber, wie sicher wir durch Herbst und Winter kommen. Und deswegen, wenn Sie noch überlegen, hier oder wenn Sie noch überlegen, drüben. Ich finde, der Blick auf die Intensivstation ist das beste Argument für eine Impfung. Bitte schützen Sie sich und schützen Sie andere durch eine Impfung. Lassen Sie sich impfen, damit wir gemeinsam gut durch Herbst und Winter kommen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir unter Führung der Union einmal mehr durch schwere Zeit gut durchgekommen. Auf dem Weg raus jetzt aus dieser Pandemie. Und jetzt geht es darum, was nehmen wir mit für die 20er Jahre, auch aus dieser Pandemie. Wir haben gesehen, wie im Brennglas, wo wir gut sind, wo wir stark sind. Aber wir haben auch gesehen, wo wir besser werden müssen. Das Fax vom Labor zum Gesundheitsamt, das war ja nicht nur Legende, das war so. Im Jahr 2020. Es ist aber nicht gescheitert an der Technologie, es ist ja keine Raketenwissenschaft, das zu digitalisieren. Sondern daran gescheitert, dass jeder so sein kleines Software-Inselkönigreich, oh, funktioniert doch gut für uns, warum sollen wir uns denn vernetzen, verteidigt hat. Und jetzt in der Pandemie haben wir es endlich geschafft. Mittlerweile ist es Geschichte, nicht mehr Legende. Dass wir das es ist elektronisch, jede Labormeldung SARS-CoV-2 läuft elektronisch. Und das werden wir auch für andere Bereiche ausweiten und nach alle Gesundheitsämter von Flensburg bis Rosenheim miteinander vernetzen. Die elektronische Patientenakte seit dem 1.1. für jeden von Ihnen im App Store runterzuladen von Ihrer Krankenkasse, wird jetzt von den Ärztinnen und Ärzten zunehmend befüllt. E-Rezept, wir sind da auf dem Weg. Aber wir haben auch gesehen, wo wir noch nicht gut genug sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben auf Papier Schutzmaskengutscheine verschickt an die über 60-Jährigen, an Menschen mit Feuerkrankheiten. Weil vor 9 Monaten waren Schutzmasken noch knapp und teuer. Noch vor 12 Monaten haben wir sie mit Bundespolizeieskorte durch Deutschland gefahren. So knapp waren die noch. Kann man sich heute kaum noch erinnern. Dann haben wir gesagt, im Winter für die Sicherheit gibt es einen Gutschein. Auf Papier, Bundesadler drauf, fälschungssicher. Meine Damen und Herren, das war ziemlich 1980. Ich hätte Ihnen gerne per QR-Code SMS aufs Handy geschickt. Sie gehen in die Apotheke, einscannen, Maske. Geht aber nicht. Weil der Bund mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, nicht direkt digital kommunizieren kann und die Stadtverwaltung im Übrigen auch nicht. Dafür brauchen wir eine digitale Bürgeridentität. Die kann man aber, ist kein Rocket Science. Kann man, wenn man will. Und wir haben in der Pandemie gezeigt, was wir können. Den digitalen Impfpass, falls Sie den auf dem Handy haben, im März diesen Jahres entschieden. Im Juni, 3 Monate später, hatten ihn 40 Millionen schon auf dem Handy. In 3 Monaten umgesetzt, 40 Millionen auf dem Handy. Wenn wir wollen, dann können wir, und diesen Geist brauchen wir für digitale Verwaltung in den 20er Jahren mehr denn je. Das hat die Pandemie gezeigt. Wir sind so abhängig geworden. Sie sehen es zumindest genauso wie ich. Da freue ich mich über die Unterstützung. Dankeschön. Wir sind so abhängig geworden von China. Das haben wir auch in der Pandemie so schmerzhaft erlebt. Das war nicht nur bei den Schutzmasken, auch bei Wirkstoffen. Wir sehen es gerade, weil Sie Chips sagen, bei Halbleitern. Weil die Halbleiter nicht aus China, nur aus Taiwan und aus Korea nicht kommen, haben Teile der Automobilindustrie. Irgendjemand hat sein Handy an der Mikroanlage angeschlossen. Schöne Grüße. Aber jedenfalls, weil Halbleiter aus Taiwan, Korea nicht kommen, stehen in Deutschland die Bänder still gerade in der Automobilindustrie. Die Pandemie hat gezeigt, wir sind an bestimmten Stellen zu abhängig geworden. Stellen Sie sich mal eine Welt vor, wo Impfstoff nur in Russland und China entwickelt worden wäre. Was das für eine Welt wäre, wenn die westlichen Demokratien in Peking und Moskau betteln müssten um Impfstoff. Wäre keine gute Lage. Das zeigt, wir müssen in bestimmten Bereichen wieder souveräner werden und souverän bleiben. Wir würden doch auch Rüstungsindustrie nicht nach China geben, nur weil es günstiger ist.
Wir müssen definieren, das gilt auch für Bio- und Gentechnologie, für Gesundheitstechnologien. Ich komme gerade von Erlangen, aus Erlangen auch von einem Kongress rund um die Medizintechnik, dass wir da Weltliga spielen aus Deutschland und Europa heraus, um nicht zu abhängig zu werden. Und wenn wir wollen, können wir auch das Cluster, was heißt Cluster? Wirtschaft, Wissenschaft, Staat, Forschung zusammen, dann am Ende einen Unterschied zu machen technologisch. Weil Halbleiter, wir haben ja ein Beispiel. Sachsen ist die einzige Region in ganz Europa, wo es noch Halbleiterindustrie gibt. Warum? Kurt Behnenkopf, gerade verstorben, hat als Ministerpräsident in Sachsen vor 20 Jahren, 25 Jahren, ein Cluster gebildet, Infineon, Forschung an einem Standort. Und das ist heute der Halbleiterstandort in Europa. Es geht, auch da stärker den Anspruch zu haben, durch gute Zusammenarbeit strategisch weltfähig zu sein, sozusagen. Gilt übrigens auch für andere Bereiche. Warum haben wir die Lufthansa gerettet? Ja, Arbeitsplätze, aber das war nicht der Hauptgrund. Es ging darum, dass nach der Pandemie wir nicht nur die Wahl haben zwischen Emirates, China Air und United, sondern dass Europa, Europäische Union und auch Deutschland als Exportnation weiterhin eigenständig eine Fluggesellschaft hat. Auch das ist eine Frage von Souveränität. Und das haben wir eben in dieser Pandemie gesehen, teilweise schmerzhaft, dass wir wieder souveräner werden müssen in bestimmten Bereichen und Technologien. Und auch das ist für mich eine Lehre aus der Pandemie für die 20er Jahre. Und ein letztes, neben vielen Themen, die wir gleich in der Diskussion ansprechen, was mir grundsätzlich wichtig ist, ist nämlich die Frage, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Ich habe nämlich mit Ihnen erleben dürfen, ein starkes Gesundheitssystem braucht auch eine starke Wirtschaft. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und wenn Sie mal so auf die Trielle schauen, auf die Diskussionen, die wir sie führen, gibt es nur einen, der darauf hinweist, dass all das, was die anderen versprechen, gelegentlich auch nochmal erwirtschaftet werden muss. Das, ich weiß als Minister, das Armin Laschet ist die Union, ich weiß als Minister für Pflege und Gesundheit ziemlich genau, dass in unserem älter werdenden Land, wenn wir uns das alles 2025, 2030 noch miteinander leisten können wollen, Rente, Pflege, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, dass wir noch so ein paar Autos, Maschinen und Technologien in die Welt verkaufen müssen. Das kommt nicht von alleine, das hängt miteinander zusammen. Wirtschaftlich stark sein, in die Welt exportieren, um auch sozial stark sein zu können. Und deswegen geht es jetzt auch raus aus dieser Pandemie und Wirtschaftskrise darum, wie wir wirtschaftlich stark werden und bleiben für die 20er Jahre. Wir sehen, das Wachstum kommt gerade zurück, das zarte Pflänzchen steckt den Kopf raus. Auf dem Weg zum Vorkrisenniveau. Und jetzt geht es um die Frage, und den Unterschied können Sie wählen am Sonntag. Es geht um die Frage, wollen wir dieses zarte Pflänzchen Wachstum gießen oder rausreißen? Ich bin für gießen. Was heißt gießen? Anreize setzen für Investitionen. Unternehmen, Klimaschutz, Digitalisierung, Innovation sollen doch jetzt investieren, damit Arbeitsplätze entstehen und daraus wirtschaftliche Stärke. Diejenigen, die den Laden am Laufen halten, auch hier bei Ihnen, der Ostalb, Facharbeiter, Angestellte, die oft schon bei ihren Überstunden im Spitzensteuersatz sind, ohne es zu merken, entlasten, um Impulse zu geben für Wirtschaftswachstum. Die Alternative der drei linken Parteien vorneweg, der Sozialdemokraten, ist das immer gleiche Rezept seit den 70er Jahren. Wenn es sonst nichts mehr gibt, gibt es Steuererhöhungen und neue Steuern. Vermögensteuer. Dann denkt ihr, ach komm, die Millionäre mit der Yacht, die kannst du mal besteuern. Nee, es geht nicht um eine Yacht. Es ist bei Ihnen in der Ostalb nicht anders als bei mir im Münsterland. Das meiste Vermögen sind Familienunternehmen und da ist es auch angelegt. Da entstehen Arbeitsplätze, da werden Steuern gezahlt. BioNTech und übrigens auch CureVac hier bei Tübingen sind beides Unternehmen, wo Familienunternehmer investiert haben und ins Risiko gegangen sind. Vor über 10 Jahren, ist ja nicht in 6 Wochen entstanden. Die haben gesagt, ich glaube an die Technologie, ich glaube an die Leute, ich investiere mein privates Geld. Ich weiß nie, ob ich es wieder rauskriege, aber ich glaube dran und investiere. BioNTech würde es in Deutschland mit Vermögensteuer nicht geben, da bin ich fest von überzeugt. Und deswegen ist die Alternative auch am Wahlsonntag, ob wir jetzt dieses Wachstum, das wir brauchen für die 20er Jahre, ob wir Anreize geben für Wachstum oder ob wir es abwürgen. Das haben wir alle schon mal probiert, 1998 bis 2005. Rot-Grün. Ergebnis 2005, 5 Millionen Arbeitslose, kein Geld mehr in der Kasse, Riesendefizite, soziale Sicherungssysteme am Ende.
Ich finde, das haben wir einmal probiert, das müssen wir nicht nochmal probieren. Wir wählen Wachstum. Und das Gleiche gilt beim Klimaschutz. Wir haben ja keinen Streit darüber, dass wir CO2-neutral werden wollen. Das Ziel ist klar. Wir wollen CO2-neutral werden. Das sage ich übrigens auch als Gesundheitsminister. Wir haben mittlerweile im August bei 40 Grad auch viele Hitzetote in Deutschland. Diese Wärme, diese Hitze macht was mit dem menschlichen Körper. Es gibt viele gute Gründe, den Klimawandel zu verlangsamen, CO2-neutral zu werden. Das ist nicht der Streit. Der Streit ist, wie? Über Verbote, Auflagen oder über Innovation? Ich möchte Fliegen nicht verbieten, ich möchte CO2-neutrales Fliegen. Ich möchte, dass wir Stahlwerke und Chemiewerke in Deutschland behalten, in Baden-Württemberg wie bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das ist nämlich so typisch deutscher Ansatz manchmal. Durch immer neue Auflagen die Industrie in Deutschland schließen lassen, dann wird es in China wieder aufgemacht, das Stahlwerk, Kohle betrieben. Wir fühlen uns super, aber fürs Weltklima ist nichts gewonnen und die Jobs sind weg. Finde ich keinen klugen Plan, ehrlich gesagt. So, am Ende besser, wenn wir CO2-neutral Stahl produzieren, CO2-neutral Chemieprodukte herstellen. Das geht. Deutsche Ingenieurinnen und Ingenieure haben erneuerbare Energien verfügbar gemacht für die Welt. Ein Großteil der Innovation der letzten 30 Jahre rund um erneuerbare Energien kam und kommt aus Deutschland. Und unsere Ingenieurinnen und Ingenieure beschäftigen sich doch schon längst mit Wasserstoff, Power to Gas, wie man erneuerbare Energien so speichert, dass sie verfügbar sind, auch für die energieintensiven Unternehmen. Es geht. Das ist der Unterschied. Übrigens auch auf dem Land. Ich weiß, Aalen ist eine große Stadt, aber die Ostalb hat ja auch ländliche Regionen. Ich selbst komme aus dem 3700-Seelendorf im Münsterland. Glaubt hier irgendjemand bei Ihnen, wenn da so die Leute aus der Stadt manchmal, so grüne Akademiker über die Welt reden? Die tun dann so, als wenn man so ein Dorf wie mein Heimatdorf, 3000 Einwohner, mit Bus und Bahn so anbinden könnte, dass sie im 5-Minuten-Takt vorbeikommen. Leute, das ist doch... Am Ende wird man ein Auto brauchen bei uns auf dem Land, um den Job, die Familie, die Dinge organisieren zu können. Lastenrad klappt vielleicht am 1. Mai, aber ansonsten hilft es nicht besonders gut durch das Jahr. Und deswegen, ich sage immer etwas zugespitzt, wenn Sie auf dem Land grün wählen, können Sie den Autoschlüssel gleich hinterherwerfen in die Wahlurne. Auch da gibt es einen Unterschied, dass wir eben wissen, Mobilität, auch Automobilität, braucht es im ländlichen Raum. Und auch das wollen wir erhalten, auch das wollen wir bezahlbar halten, CO2-neutral machen. Aber das Auto braucht Mann und Frau im ländlichen Raum. Und das ist der Unterschied, den es gibt. Auch den kann man am 26.09. wählen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aus gegebenen Anlass ein letztes Thema. Das ist nämlich die Frage von Rechtsstaat und Sicherheit und Freiheit. Da reden immer alle von, ja, Rechtsstaat müssen wir verteidigen. Aber jetzt die Frage, wer macht's denn? Das sind im Inneren die Polizistinnen und Polizisten, das sind im Äußeren die Soldatinnen und Soldaten. Wofür ja auch du, immer wieder, Roderich, hinweist. Wer sagt, Rechtsstaat verteidigen ist wichtig, der muss dann auch diejenigen schützen, die uns beschützen. Und wenn Sie da mal genau hinhören, ich war vorgestern bei Klaus Mack im Nagold im Wahlkampf auch, Gegenkandidatin Saskia Esken. Wenn Sie mal genau hinhören, wie nicht alle, aber viele in den linken Parteien über Polizistinnen und Polizisten reden, dann ist da immer ein Generalverdacht dabei. Die Grünen haben im Programm stehen, Kennzeichnungspflicht bei der Bundespolizei, damit man am besten gleich mit Name und Adresse sieht, wer denn da ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich mich am Hauptbahnhof unwohl fühle, liegt es meistens nicht daran, dass Bundespolizei in der Nähe ist. Hat meistens einen anderen Grund. Und das ist auch ein Unterschied, den man wählen kann. Dass wir nämlich nicht Generalverdacht haben gegenüber denjenigen, die jeden Tag, die morgens, wenn sie das Haus verlassen, nicht wissen, wie der Tag wird. Die jeden Tag für uns den Kopf hinhalten. Ich finde, die haben es verdient, dass wir sie gut ausrüsten, und zwar sowohl im Inneren wie auch im Äußeren, auch wenn es um eine bewaffnete Drohne geht beim Einsatz wie in Kabul. Da geht es nicht um Aufrüsten, da geht es um Ausrüsten, um diejenigen zu schützen, die uns zu schützen. Und deswegen ein großes Dankeschön an die Polizistinnen und Polizisten, die möglich machen, dass die einen ihr Recht auf Brüllen und wir unser Recht auf eine Versammlung umsetzen können. Danke an die Polizei, einmal mehr heute hier, auch in Aalen. Ja,
diese Unterschiede können Sie übrigens auch sehen bei uns in Nordrhein-Westfalen. Weil ich weiß ja, da war manches Bild unglücklich und manches nicht so, wie man es vielleicht im ersten Moment gedacht hätte, wie es scheint. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt, dass Sie bei Armin Laschet ist, dass Sie bei Armin Laschet und bei der Union sehen können, den Unterschied in Nordrhein-Westfalen. Und als Nordrhein-Westfalen sage ich das auch. Wir erleben das seit 2017. Übrigens auch im Zusammenspiel von Stadt und Land. Für Rot-Grün aus Düsseldorf war hinter Bottrop immer Schluss. Die wussten gar nicht, dass da noch Land kommt, für das sie auch zuständig sind. Die haben uns gar nicht beachtet. Die kannten uns gar nicht. Das hat er geändert. Er hat dafür gesorgt, dass wir Industrieland sind, Arbeitsplätze sichern und CO2-neutral werden. Herbert Roll, Thomas Strobel in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und Armin Laschet stehen dafür, dass wir unsere Polizei gut ausstatten. Die Clans schlafen schlecht im Ruhrgebiet, seitdem wir regieren, weil Tag und Nacht Besuch droht von der Polizei, die den Mercedes mitnimmt und die Villa einzieht. In Berlin bei Rot-Rot-Grün haben die Clans Artenschutz und besuchen sogar noch die Wahlkampfstände und machen da einen Lauten. In Nordrhein-Westfalen und in Baden-Württemberg schlafen sie schlecht, weil die Polizei ihnen das Leben ungemütlich macht. All diese Unterschiede können Sie wählen am 26. September. Und deswegen möchte ich Sie bitten, wir stärken uns jetzt noch argumentativ in der Debatte und Sie sich hier bitte auch der Gastronomie helfen nach dieser schweren Zeit im Laufe des Nachmittags. Aber dann helfen Sie bitte mit. Das schaffen Roderich und ich nicht allein. 40% der Bürgerinnen und Bürger sind noch unentschlossen. 40%. Viele haben Briefwahl beantragt, aber ziemlich viele haben sie noch nicht zurückgeschickt, weil sie immer noch schauen, was da gerade passiert. Und deswegen, wenn Sie gefragt werden nachher, ich meine, Sie sind politische Menschen, sonst essen Sie ja an einem Dienstagnachmittag jetzt nicht hier. Sie interessieren sich. Das wissen Ihre Freunde, Bekannten, Nachbarn auch. Und die wissen, ja, schöne Grüße, die wissen auch, dass Sie politische Menschen sind. Und deswegen hören die genau hin, was Sie sagen. Und wenn Sie nachher gefragt werden, wie war es denn da bei der CDU, dann sagen Sie, gut. Aber noch viel wichtiger ist, dass Sie mithelfen bei den Nachbarn, bei den Bekannten, bei den Arbeitskollegen am Stammtisch, dass man mal wegkommt von diesen oberflächlichen Debatten über Bücher und Bilder und Haltungsnoten und mal wirklich über die Themen spricht, um die es geht. Um die es geht, aus der Pandemie raus, damit Deutschland auch in den 20er Jahren das wirtschaftlich starke und damit auch sozial starke Land in der Mitte Europas bleibt, sicher im Innern, im Frieden mit seinen Nachbarn. Darum geht es am 26. September. Und da gibt es ziemlich viele Unterschiede zwischen einer bürgerlich geführten Regierung und einer links geführten Regierung. Ich habe Ihnen einige genannt, ich könnte eine Stunde weitermachen. Es gibt echt viele Unterschiede, vor allem beim Blick auf Mensch und Gesellschaft. Und deswegen helfen Sie mit, dass der Roderich Kiesewetter auch in den nächsten 4 Jahren Ihr direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag bleibt und dass wir mit Armin Laschet, CDU und CSU, die stärkste politische Kraft in Deutschland werden. Wenn Sie da mithelfen, wenn jeder von Ihnen 10, 20 Leute noch überzeugt bis zum Sonntag, dann machen Sie einen entscheidenden Unterschied und vor allem den Unterschied, den es braucht für ein starkes Deutschland in den 20er Jahren. Schön, dass Sie da sind. Ja, lieber Jens Spahn, der Beifall zeigt dir, das war eine fulminante Rede und du hast nicht nur über Gesundheitspolitik gesprochen, sondern deutlich gemacht, wenn wir weiter eine starke Gesundheitspolitik haben wollen, dann brauchen wir auch eine starke Wirtschaft und wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die sich nicht gegängelt fühlen, sondern mitmachen. Und ich will jetzt auch wirklich die Zeit nutzen, dass wir ins Gespräch kommen. Ich fand es auch sehr stark, wie du es insgesamt eingebunden hast und bin dir auch als Außen- und Sicherheitspolitiker und nicht nur direkt gewählter Abgeordneter hier sehr dankbar für die klare Einordnung auch der Sicherheitspolitik, die eben dazu beiträgt, dass wir in unserem Land sicher leben können und dass Meinungsvielfalt ausgehalten wird. Ganz herzlichen Dank nochmal, lieber Jens. Meine sehr geehrten Damen und Herren, darf ich mal einen Überblick haben, welche Wortmeldungen es gibt? Ich habe bereits eine vorliegen. Dann beginnen wir mit Herrn Dr. Schmidt, dem Leiter des Kreisimpfzentrums, und dann mit Ihnen gleich im Anschluss und dann mit Ihnen im Hintergrund und dann geht es weiter. Vielen Dank. Kommen Sie bitte nach vorne, dann können wir Sie alle besser hören. Herr Dr. Schmidt ist Leiter des Kreisimpfzentrums und Reserveoffizier. Sehr geehrter Herr Minister, es freut mich sehr, hier auch sprechen zu dürfen.
Herr Rudolf Kiesel hat gerade schon gesagt, ich bin Leiter des Kreisimpfzentrums, aber ich bin ja nur ein kleiner Teil des Muskels, der für das Kreisimpfzentrum verantwortlich ist. Ich sehe hier die Kommunen, die Bürgermeister, die uns unterstützen haben, die Kreisärzteschaft sind auch quasi Nichtärzte mit da, die uns unterstützt haben und hier im Ostalbkreis über 100.000 Impfungen setzen konnten. Für uns war es natürlich immer schwierig mit der Kommunikation, weil die doch teilweise am Anfang sehr holprig war. Wir mussten quasi am Bürger quasi hier das dann umsetzen, was manchmal ein bisschen schwierig ankommt. Und unsere Frage, unsere Bitte ist natürlich, schaffen wir es auch noch weiter nach dem 30.09., wo wir als Kreisimpfzentrum schließen, auch für die Kreisärzteschaften die Impfungen fortzuführen. Eventuell kommt ja noch die dritte Impfung für alle, was momentan noch Gegenstand der Wissenschaft mit ist. Und auch natürlich, wie sieht es aus mit 3G, 2G, wo wird der Trend nach dem 16.09. mit sein, beziehungsweise nach der Wahl, wo geht der Trend mit hin? Das beschäftigt uns und wir würden uns natürlich freuen, wenn unsere gemeinsame Arbeit fortgeführt wird. Sammeln wir kurz. Ja, nochmal drei. Die drei sind Sie gleich als Nächstes. Frau Springer, bitte. Guten Tag, Herr Minister. Sie brennen für Ihre Aufgabe. Allein das nötigt mir großen Respekt an. Ich engagiere mich seit mehr als 30 Jahren in der Kommunalpolitik, bin Finanzdienstleisterin und in Ehrenämtern viel öffentlich unterwegs. Ich hätte jetzt zwei Fragen. Das eine, Kommunikation. Kommunikation zum Schwerpunkt Impfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, bei einem Besuch in einer Reha-Klinik psychosomatisch Erkrankte, dass nicht ein Angebot, ein Gesprächsangebot oder ein Informationsangebot über Impfungen gemacht wurde. Ich finde, da müsste noch ein besserer Weg gegangen werden. Das zweite ist doch Covid-Thema, Medikamente, Forschung und Entwicklung. Wie ist der Stand und wie fördert Ihr Ministerium diese Arbeit? Und dann Frau Barnab. Und dann machen wir die erste Antwortrunde. Danke. Hallo Herr Spahn, ich bin eine dieser tiefgrünen Akademikerinnen vom Land. Ich habe kein Lastenfahrrad, sondern fahre einen 20 Jahre alten Mazda, der nicht sehr umweltfreundlich ist. Ich bin eigentlich heute gekommen, vor 25 Jahren wäre ich da draußen gestanden, muss ich ehrlicherweise zugeben. Heute möchte ich in Dialog treten. Ich bin hauptsächlich gekommen, weil ich Ihnen sagen wollte, ich habe Sie sehr bewundert in der Zeit, wie Sie das gehandelt haben, wie Sie das gemacht haben, auch mit tiefgrünem Blut. Herzlichen Dank, wie Sie uns da durchgeführt haben. Ich habe zwei Nicht-Corona-Fragen. Die eine ist, wir haben jetzt hier gesehen, in Baden-Württemberg grün-schwarz funktioniert, etwas holprig, aber klappt. Auf Bundesebene scheint es überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage zu sein, was mich so ein bisschen verwundert. Es wird immer nur links, die linken Parteien und die CDU gesehen. Und die andere Frage ist, in Ihr Ministerium gehört ja auch die Problematik des Trinkwassers. Und in den nächsten 10 Jahren, ist ja klar, werden wir eine Trinkwasserproblematik bekommen. Ist natürlich gerade alles dominiert von Corona, klar, logisch. Und mich würde interessieren, was da die CDU oder Ihr Ministerium dagegen tut oder dagegen plant. Dankeschön. So, ich mache mal die erste Runde. Erst einmal vielen Dank, dass Sie heute da sind. Finde ich ja gut, finde ich stark, freue ich mich, weil ich finde einfach wichtig, tatsächlich im Austausch miteinander zu sein. Und wenn Sie sagen, vor 25 Jahren hätten Sie noch da gestanden, dann zeigt es ja, dass sozusagen mit den Jahren noch mehr Lust auf Debatte kommt. Da freue ich mich sehr. Zu der Frage Zusammenarbeit Schwarz-Grün, Grün-Schwarz. Das ist natürlich immer eine Frage des Wirums auch, aber das ist dann das andere Thema. Nein, natürlich ist das grundsätzlich denkbar, wie ja Baden-Württemberg zeigt. Und gleichzeitig sind es halt zwei Parteien, die auch unterschiedlich schauen, zum Teil auf Mensch und Gesellschaft. Es gibt ja Unterschiede. Und ich finde, das ist jetzt auch eine Zeit, wo man natürlich die Unterschiede deutlich macht und trotzdem ja miteinander immer schauen muss, wo würde man auch Kompromisse finden. Und ich glaube übrigens, gerade in dem großen Kompromiss, den wir finden müssen in der Gesellschaft, das, was ich vorhin sagte, klimaneutral, CO2-neutral werden und Industrieland bleiben, liegt ja eigentlich eine große Chance drin, wenn man da beides zusammenführen kann, auch zu Kompromissen und zu gemeinsamen Regierungshandeln. Jetzt ist aber natürlich das auch einfach eine Zeit, wo wir sehen, es geht gerade schon darum, wer wie eine Regierung führt. Und da
Deswegen arbeite ich den Unterschied da auch so raus. Macht es aus meiner Sicht einen Unterschied, ob bürgerlich geführt oder links geführt? Ist ein Unterschied, ob Sie mit uns sozusagen das Korrektiv haben, das Grün auch manchmal braucht, oder ob Sie mit den Sozialdemokraten und der Linkspartei irgendwie ganz dann in die eine Richtung unterwegs sind. Und das macht schon einen großen Unterschied dann fürs Regieren aus. Aber das heißt ja nicht, dass man am Ende dann nicht auch Kompromisse finden kann, wenn sie nötig wären. Aber der Unterschied ist schon, wer die Regierung führt. Da bin ich zutiefst von überzeugt. Und der Unterschied ist übrigens auch, ob eine Linkspartei dabei ist. Da geht es übrigens auch nicht um rote Socken. Ich weiß, dass das bei Ihnen nicht... Ich will es nur mal für alle anderen, weil immer alle sagen, jetzt kommt ihr wieder 90er Jahre, Peter Hinze, hatten wir doch schon mal rote Socken. Nee, es geht schon um das, was da im Programm steht. Und wenn wir über Frieden reden, auch in Europa und der Welt, dann ist etwa die Frage, dass wir in der Europäischen Union sind und in der NATO. Und dort Partner haben, mit denen wir manchmal ringen. Aber wenn wir was mit dem haben, dann tragen wir das aus in Brüssel nachts im Konferenzraum und nicht anders. Und dafür ist die Europäische Union und die NATO wichtig, um eben die westlichen Demokratien auch zusammenzuhalten. Und eine Partei, die aus EU und aus NATO raus will, gehört aus meiner Sicht einfach nicht in eine Regierung. Und deswegen machen wir eben den klaren Hinweis auch auf ein mögliches Linksbündnis, das ja zumindest auch möglich ist und nicht ausgeschlossen. Was die Frage angeht, Trinkwasser, ist das ja auch bei uns im Ministerium angesiedelt. Wir sind auch gerade dabei, nochmal in der Überarbeitung von auch Dingen, die wir gemeinsam in der Europäischen Union haben, zusätzlich die Dinge abzusichern. Wir haben aber mit das sicherste Trinkwasser, das wir wahrscheinlich in Deutschlands Geschichte jemals hatten. Das ist ja schon mal ein großer Erfolg, dass man aus jedem... Es ist übrigens so, dass was die Deutschen immer erst merken, höchstens mal, wenn sie auf Reisen sind, ne? Dass man aus jedem Wasserhahn irgendwie das Wasser trinken kann. Ist in den meisten Ländern der Welt nicht so selbstverständlich wie in Deutschland. Das ist aber nicht voraussetzungsfrei, sondern es braucht eben gute Regeln, die auch dafür sorgen, dass das Wasser unbelastet ist und bleibt. Und das ist allein schon aus Gesundheitsschutzpunkten, also ich weiß jetzt nicht, was Sie konkret meinen, können Sie mir ja sonst im Nachhinein auch nochmal sagen, dann will ich Ihnen gerne auch konkreter noch antworten. Aber jedenfalls hat das natürlich eine große Aufmerksamkeit, weil ich das für eins der ganz großen einfach Vorteile unseres Landes halte, die wir im Alltag gar nicht genug wahrnehmen. Trinkwasser überall verfügbar und überall trinkbar. Cut bei Weitem nicht jeder. Was die Frage angeht, Frau Springer, Reha-Kliniken impfen, nehme ich das einfach nochmal mit. Wir sind gerade, wo sind Sie überhaupt hin? Ah, hier, Entschuldigung. Wir sind gerade dabei, auch die Kliniken und die Reha-Träger zu impfen, also in Ergänzung der Impfzentren, der Praxen, zu impfenden Einheiten zu machen, dass sie auch ihre Patienten impfen können, auch in den Reha-Einrichtungen, dass das leichter möglich wird als bisher, weil wir jetzt ja das langsam in den Regelbetrieb bringen. Die Impfzentren hören auf in den meisten Ländern und jetzt wird es natürlich noch viel mehr Betriebsärzte, Arztpraxen, aber auch in den Kliniken in den Regelbetrieb gehen. Damit sollen auch die Reha-Träger mitmachen. Covid-19-Medikamentenforschung. Das ist übrigens sehr wichtig. Es wird immer diejenigen geben, die nicht geimpft werden können aus medizinischen Gründen oder wo die Impfung, trotz Impfung, es zur Erkrankung kommt. Oder auch möglicherweise Ungeimpfte und da brauchen wir eben auch gute Medikamente. Bis hierhin gibt es noch wenig, außer Remdesivir, das vor allem am Anfang ansetzt, um die Virusverbreitung zu unterdrücken. Braucht aber auch länger in der Entwicklung. Das Bundesforschungs-, das Bundesgesundheitsministerium haben gerade erst vorletzte Woche nochmal 150 Millionen Förderung gegeben an 6 Unternehmen in Deutschland, die in diesen Bereichen forschen, sowohl am Anfang der Erkrankung, Virus, wie später, wo es ja vor allem um ein überschießendes Immunsystem geht, was ja dann das große Problem macht. Wir wollen gerne in Deutschland, aber auch mit der Welt natürlich auch Medikamente bei Covid-19 haben. Übrigens auch bei Long-Covid. Das ist ein Riesenthema. Das ist übrigens ein Thema vor allem für die unter 60-Jährigen, wo wir Long-Covid sehen. Das ist zum Teil dieses Müdigkeitssyndrom, das man auch nach anderen viralen Erkrankungen sieht. Eine Antriebslosigkeit, eine Krankheit, die oft auch nicht richtig erkannt wird. So nach dem Motto, stell dich nicht so an, wo aber der Betroffene echte Odyssee des Leidens hinter sich hat. Und auch da unterstützen wir Forschung, was Behandlung, aber auch Medikamente angeht, um einen Unterschied zu machen. Und zu den Impfzentren. Die Frage der Impfungen, also erstmal ist das ja eine Stärke in Deutschland. Wir haben 1,4 Millionen Impfungen am Tag geschafft, eine ganze Zeit lang. So viel hat kein anderes Land in Europa an einem Tag geschafft. Und außer uns nur Brasilien, China, USA und Indien auf der Welt. Die haben alle ein paar mehr Einwohner. Das zeigt schon, wie stark am Ende unsere Arztpraxen, unsere Impfzentren waren. Wir hatten 400 große Impfzentren und über 70.000 kleine in den Arztpraxen.
die dann schnell das möglich gemacht haben. Und das werden wir natürlich jetzt auch möglicherweise weiter nutzen bei Auffrischimpfung und Grippeimpfung, wenn ich schon mal werben darf. Die Grippeimpfstoffe werden gerade ausgeliefert an die Apotheken, in die Arztpraxen. Die Grippewelle war letztes Jahr praktisch nicht da. Es gab in Deutschland, auch wegen Masken, und wir alle aufgepasst haben, faktisch keine Grippe letztes Jahr. Das macht das Risiko aber dieses Jahr noch ein Stückchen größer, weil natürlich die Grundimmunität dadurch geringer ist. Also, wenn Sie schon drüber nachdenken, Grippeimpfung ist jetzt im Zweifel auch bald ein guter Zeitpunkt, in den nächsten Tagen und Wochen das zu machen. Und da sind wir eben sehr darauf angewiesen, mit den Arztpraxen das auch weiterhin umzusetzen. 2G, 3G. Wissen Sie, was wir sehen, ist ja die Spannung in der Gesellschaft. Was mir wichtig ist, ist, dass aus Spannung nicht Spaltungen werden. Deswegen bin ich auch nicht für eine verpflichtende Impfung in der Pandemie. Es war ja ich, der mit angestoßen hat, dass wir bei Masern eine verpflichtende Impfung haben in Gemeinschaftseinrichtungen. Es gibt gute Gründe auch für verpflichtende Impfungen. Aber in der Pandemie, in der Zeit, wo gerade so viel Stress ist, wo schon beim Elternabend in der Schule die Frage, ob Masken getragen werden oder im Unterricht oder nicht, so richtig zu Reibungen führt. Weil es die einen gibt, die sagen, ohne Maske und Test geht mein Kind nicht in die Schule. Und die anderen sagen, Maske tragen ist Körperverletzung für mein Kind. Und die schreien dann noch Mörder dazu. So, da geht es ja schon am Elternabend rund. Bei geimpft, nicht geimpft geht es auch schon mal mit Spannung. Und deswegen keine verpflichtende Impfung jetzt in einer Phase, wo wir sowieso schon Spannung haben, weil meine Sorge wäre, das führt zu Spaltung. Und trotzdem müssen wir an bestimmten Stellen dann aber auch sicherstellen, eben den Schutz, den gegenseitigen. Dafür ist 3G, geimpft, genesen, getestet, im Innenraum wichtig. Und 2G, geimpft, genesen, ist ja eine Option, die einige Länder möglich machen. Oder in der Disco, wo man sich besonders nahe kommt, um das Risiko weiter zu reduzieren. Heißt, wenn du 2G machst als privater Veranstalter, weil es dann mehr Schutz insgesamt gibt, kannst du mehr Leute reinlassen oder brauchst du weniger Abstand, finde ich als Option einen klugen Weg. Unsere Grundsatzregel ist aber 3G, geimpft, genesen, getestet. Und das sind ja Privatbereiche. Wenn der erste FC Köln sagt, er macht 2G, oder wenn hier das Restaurant, die Gastronomie sagt, Sie können ja auch zu Hause sagen, heute zum Abendessen kommen nur Geimpfte. Sie könnten sogar sagen, heute zum Abendessen kommen nur Nicht-Geimpfte. Wäre nicht so klug, können Sie aber auch sagen. Das ist halt Ihr Hausrecht zu Hause und den Teil entscheiden Sie selbst. Da, wo Staat die Regeln setzt, ist 3G das Grundprinzip. Voraussetzung ist aber, damit wir sicher durch Herbst und Winter kommen, dass sich noch viele für eine Impfung entscheiden. Die Zahl der Ungeimpften in Deutschland ist einfach noch so groß, dass mit der Delta-Variante, die sehr ansteckend ist, es immer noch eine Überlastung auf der Intensivstation geben kann. Und ich weiß, es ist einer zu lang, aber den Gedanken will ich noch da lassen. Die Alternative ist nicht impfen oder nicht impfen. Die Alternative ist Infektion ohne Schutz oder Impfung. Warum? So ansteckend wie diese Delta-Variante ist, und jetzt, wo Herbst und Winter kommen und Sie sind im Innenraum, wenn Sie sich nicht zu Hause einsperren für 6 Monate ganz allein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie sich infizieren ohne Schutz, nahe 100% in den nächsten 6 Monaten. Immunität wird immer erreicht, durch Infektion oder durch Impfung. Ich empfehle den Weg über Impfung. Es ist der deutlich sicherere Weg. Und genau darum geht es jetzt eben für Herbst und Winter. Danke für die super Klarstellung, auch in Sachen 2G, 3G. Ich darf an der Stelle unsere regionalen Medien begrüßen, von den Allner Nachrichten, der Schwepo und vom Südfinder. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich habe jetzt 7 weitere Wortmeldungen und würde zunächst mal die Rednerliste damit schließen. Das sind Frau Alireza Fadé, Frau Dr. Esper Schimmel, Herr Müller, Herr Dr. Hock, Herr Dr. Bühler, Frau Maria Hegele und die Leiterin unserer katholischen Erwachsenenbildung. Frau Alireza Fadé, bitte. Bitte. Hallo Herr Spahn, ich freue mich, dass Sie hier sein können. Ich freue mich vor allem, dass Sie hier sind. Eigentlich könnte ich jetzt da draußen stehen. Schon zwei. Aber ich habe mich dafür entschieden, hierher zu stehen, weil ich finde, man muss sachlich miteinander in den Dialog treten. Und Buhrufe bringen nichts mehr weiter. Ich fühle mich in der Politik aktuell nicht gut gesehen und nicht gut vertreten. Ich bin gegen die Impfung, ich bin gegen die Maßnahmen, aber ich bin kein Querdenker, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, kein Aluhutträger, weder noch. Und mich macht traurig, dass ein großer Teil von der Gesellschaft in eine Ecke gestellt wird, wo nicht hingehört. Mich macht traurig, was
praktisch das, die Nachfolge davon ist, das also praktisch, also ich habe den Eindruck, die Regierung gießt permanent Öl ins Feuer. Sie nennen es Spannung, die hier ist. Ich sehe schon Spaltung. Entschuldigung, ja. Ich könnte hier stundenlang mit Ihnen sprechen. Und meine Frage ist, was machen Sie aktiv dazu, um wirklich Spaltung zu vermeiden? Wie nehmen Sie Menschen mit meiner Haltung ins Boot? Wie werden andere Meinungen respektiert? Warum gibt es nicht Möglichkeiten, dass ein Totimpfstoff auch forciert wird, der viele Kritiker praktisch auch abholen würde? Warum werden Antikörper, Immunstatus nicht wirklich komplett als Genesene anerkannt? Ja, also was tun Sie aktiv gegen Spaltung? Danke, Frau Alinesa Fadi. Frau Dr. Esper Schimmel, bitte. Hallo, Herr Frau. Also, ich bin Ärztin und ich arbeite in einer Corona-Schwerpunktpraxis. Wir waren praktisch mit von der ersten Stunde an der Corona-Schwerpunktpraxis und haben jetzt schon ca. 2000 Patienten positiv abgestochen und auch behandelt. Also ich denke, wir haben in der ganzen Zeit jetzt sehr viel Erfahrung auch gesammelt mit der Diagnostik und der Therapie dieser Patienten. Ich wollte jetzt gerade in die Richtung gehen, wie meine Vorrednerin, also das Thema Antikörper und Genesene nochmal besprechen. Also es sieht ja schon so aus und die Studien sprechen ja auch alle im Prinzip dafür, dass der Genesenenstatus sehr viel länger anhält wie 6 Monate. Viele Patienten, die genesen sind, kommen ja zu uns in die Praxis, lassen sich Antikörper bestimmen und der Antikörper-Titer ist ja bei vielen auch noch sehr hoch. Aus Aalen kamen ja eine der ersten Busse, die da nach Ischgl gefahren sind und auch diese Patienten sind bei uns in der Nachsorge und haben oftmals nach jetzt 1,5 Jahren immer noch diese hohen Antikörpertiter, ja, also meine Frage ist, warum kann man es nicht so machen, wie beispielsweise in Österreich, wo man diesen genesenen Status nochmal 3 Monate verlängern kann durch den Nachweis der Antikörper. Ein anderes Problem, was noch schön anspricht. Nee, trotzdem, wir haben noch 4, 5 weitere Wortmeldungen. Dann machen wir Herr Müller und das ist dann in der Runde auch Pause und dann kommt als nächstes Herr Dr. Hock und Herr Dr. Bühler. Ja, hallo Herr Spahn. Ich bin Landsmann von Ihnen, Münsterländer. Bin seit 20 Jahren hier in Baden-Württemberg und seit 2015 beschäftige mich eigentlich einige Fragen mit der CDU. Sie wissen, aus dem Münsterland kommt man und ist eigentlich schwarz. Mit der war ja auch schwarz, der Gitterwetter und wir sind uns gut bekannt. Und ich habe eine Frage, ich will nicht lange hinmachen. Zur Pflege haben Sie was gesagt. Sie sagen, Pflegeberuf attraktiver machen und und. Ich habe herausgegraben, es gibt eine Richtlinie der EU, dass der Schicht- und Wechseldienst an die Rentenzeiten angerechnet wird, um dann abschlagsfrei früher in Rente gehen zu können. Dadurch können Sie sicherlich den Pflegedienst attraktiver machen, das heißt die Pfleger auch, die nicht mit 67 mehr Menschen letztendlich pflegen können, heben können, früher in Rente gehen können. Warum setzen wir die EU-Richtlinie nicht um? Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt, Altersversorgung. Ich habe selbst 2002 eine Direktversicherung abgeschlossen. 2004 kam die rot-grüne Regierung auf die Tatsache, Krankenkassen und Sozialbeiträge abzuführen. Union hat dem zugestimmt. Seitdem sind sie halt eben abgeführt und ich bin seit 2015 in den Genuss meiner Direktversicherung zu kommen, zahle halt eben jedes Jahr rund 1500 Euro, das heißt auf 10 Jahre und habe von meiner Direktversicherung halt eben 20% abgeben müssen. Ist auch ein Zustand, warum stimmt die Union dazu, wenn sie es vorher sagt, macht das für Altersversorgung. Das wäre der Punkt. Nein, bitte bleiben Sie fair, das machen wir nicht. Tut mir leid, Herr Müller, bitte fair bleiben. Ja. Dann würde ich jetzt zurückgehen, als nächstes sind Sie, Herr Dr. Hock, bereit. Entschuldigen Sie, aber es ist halt immer, am Anfang meldet sich immer keiner und so zum Finale melden sich 20. Das ist bei jeder Veranstaltung, ich habe jetzt 100 Veranstaltungen hinter mir, aber das kriegen wir auch miteinander gut hin. Herr Müller, ich fange bei Ihnen an, bei der Frage früheren Renteneintritt für Pflegekräfte.
finde ich ja, kann man der Idee grundsätzlich auch was abgewinnen. Was mich dann manchmal etwas zurückhaltend wieder sein lässt, ist die Frage, es gibt bestimmt auch andere 2, 3, 4 Berufsgruppen, wo man sagen würde, da würde es auch Sinn machen. Und dann kommen sie irgendwann echt so in Abgrenzungs- und Fairness-Themen. Und deswegen finde ich eigentlich besser und richtiger, eine wirklich gute Erwerbsminderungsrente zu haben für diejenigen, die nicht mehr können. Die Rente mit 63, ich weiß noch, wie Sigmar Gabriel immer gesagt hat, das ist für die Dachdecker, die nicht mehr können. Die Wahrheit ist, wer auf dem Dach nicht mehr kann, der kann mit 59 oder 57 nicht mehr. Bis 63 kommen die meisten dann gar nicht. Die Rente mit 63 ist für die, die sie in Anspruch nehmen können, gut, ist alles schön. Aber in Wahrheit wäre es aus meiner Sicht fairer gewesen, die Erwerbsminderungsrenten deutlich zu erhöhen für diejenigen, die mit 54, 56, 59 psychisch oder körperlich, ob in der Pflege oder in anderen Berufen, nicht mehr können. Weil ich glaube, wenn wir nur für eine Berufsgruppe ein andere Renteneintrittsalter machen, dann ist es irgendwann schwer, das auch irgendwie fair zu machen, sondern lieber zu schauen, dass wir da, wo man nicht mehr kann, dann auch deutlich besser das macht. Wir haben zweimal bei der Erwerbsminderungsrente schon verbessert, aber eigentlich würde ich gerade in dem Bereich, wenn wir bei der Rente noch was machen, vor allem in dem Bereich, noch mehr machen. Was die Frage angeht der Direktversicherung, haben Sie hier einen wichtigen Teil vergessen, Herr Müller. Der Erste, der seit 2004 Sie entlastet hat mit einem Freibetrag, es dürften etwa 600 bis 800 Euro im Monat sein. Der Erste, der das gemacht hat, war ich. Also ich akzeptiere, wenn Sie sagen, Ihnen reicht die Entlastung noch nicht. Aber 15 Jahre lang haben alle davon geredet, wir haben was gemacht. Das können wir vielleicht mal als erstes, weil Sie fragen, warum die CDU da wählen, weil die CDU es gemacht hat, wovon andere die ganze Zeit geredet haben. Wäre doch vielleicht ein guter Grund an der Stelle. Jetzt gibt es noch einen Unterschied, die anderen versprechen Ihnen alle, den Rest machen wir auch noch. So nach dem Motto, im Himmel ist Jahrmarkt. Da bin ich selbst 5 Tage vor der Wahl ehrlich zu Ihnen. Ich bin lieber ehrlich, als wenn Sie nachher frustriert sind und enttäuscht. Wir haben gesagt, diesen ersten Schritt, den gehen wir. Das war ein Schritt von 2 Milliarden Euro. Es war keine kleine Summe, die Entlastung da zu machen. Also es geht um Beiträge auf bestimmte Formen der Altersvorsorge. Aber ich kann Ihnen bei der momentanen wirtschaftlichen Lage und auch finanziellen Lage der Krankenversicherung nicht versprechen, dass wir den nächsten Schritt auch gehen. Es wäre nicht redlich. Ich weiß, die ganzen Populisten von links und rechts haben das in ihren Programmen stehen. Aber die haben es vor allem in ihren Programmen stehen, weil die allen alles versprechen. Und sich nie Gedanken darüber machen, wie man es am Ende irgendwie in einen Ausgleich bringen muss. Das ist der Vorteil, wenn man 20 Jahre Opposition war, dann kann man das so machen. Ich möchte aber Ihnen was sagen, was ich am Ende auch halten kann. Aber wenn Sie mich fragen, warum? Weil wir die Ersten sind, die Sie tatsächlich entlastet haben. Und das müssten Sie eigentlich jeden Monat auch spüren. Ich akzeptiere, wenn Sie sagen, reicht nicht, aber es ist Entlastung. Und gerade für die kleineren Betriebsrentner sind 600 Euro im Jahr zumindest nicht keine Summe. Was die Frage angeht, Antikörpertest, das waren ja im Grunde 2 Fragen. Was wir jetzt zumindest in dem ersten Schritt machen können, weil die Antikörpertests besser geworden sind, weil das Problem ist, ist immer alles dann so viele Details, aber jeder von uns hatte ja schon mal ein Erkältungs-Coronavirus. Es gibt ja auch die Coronaviren, die eigentlich nicht viel anrichten. Und da gab es viele Tests, die dann so eine Kreuzreaktion hatten. Also die haben angeschlagen, obwohl man eigentlich vielleicht ein anderes Coronavirus hatte. Mittlerweile sind die Tests gut genug. Und deswegen ändern wir gerade dieser Tage, die Definition so. Naja, ich kann mich halt nur nicht auf Zuruf verlassen. Ich muss mich auf das verlassen, was das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert-Koch-Institut sagen. Und die überprüfen das nur wirklich regelmäßig, welche Tests da sind. Dafür haben wir ja fachliche Behörden mit Wissenschaftlern, die das dann überprüfen. Jetzt haben wir miteinander in der Schalte letzte Woche gesagt, wir gehen jetzt den nächsten Schritt, weil die Tests gut genug sind. Heißt, nicht mehr nur ein PCR-Test, sondern auch der Antikörpertest und eine Impfung heißt voller Schutz. Warum nicht der Antikörper an sich? Weil die medizinische Fachwelt, wenn wir ehrlich miteinander sind, darüber streitet, ob und welcher Antikörperwert überhaupt was aussagt zur Immunität. Also welcher Wert überhaupt da sein muss, damit man tatsächlich von Immunität sprechen kann. Da streiten sich die Gelehrten seit 12 Monaten drüber. Es hat bis heute noch keiner einen Grenzwert festgelegt. Und deswegen ist eine Definition an der Stelle, die ja wissenschaftlich hergeleitet sein muss, nicht politisch, eben eine, wo noch nicht hinreichend Verlässlichkeit da ist. Und deswegen gehen wir jetzt den ersten Schritt, jedenfalls, dass man mit einer Impfung und Antikörpernachweis als voll immunisiert gilt, so wie auch derjenige mit dem PCR-Test. Erster Schritt. Und wir schauen jeden Tag, also die Kollegen schauen jeden Tag auf die aktuelle Wissenschafts- und Erkenntnislage. Frage Totimpfstoff, fange ich mit den kleineren Punkten an.
Ich hätte gerne einen Totimpfstoff verfügbar, weil Sie sind nicht die Einzige, die mir sagt, mRNA und Vektortechnologie, es gibt ja bei Impfstoffen verschiedene Technologien, wie der Stoff sozusagen in den Körper kommt, die Immunantwort dann entsteht. mRNA, Vektor, proteinbasiert, werden wir bald haben von Sanofi und Novavax. Und Totimpfstoff ist etwa Valneva, ein Impfstoffhersteller. Ich muss man fairerweise sagen, ist das ein Totimpfstoff, der mRNA-Impfstoff? Nur ist es viel erlebt. Auch mRNA ist Totimpfstoff, ja, aber nicht der klassische Totimpfstoff, wie etwa, das stimmt, wie bei der Grippe. Es gibt ja nur diejenigen, die sagen, sie möchten gerne Technologie, die es schon viele Jahrzehnte gibt. Der Totimpfstoff ist in der Zulassung. Die Daten werden ausgewertet. Wenn die Daten passen, wird er zugelassen und verfügbar sein. Wir sichern uns den vertraglich, wie alle anderen auch. Sobald die Zulassung da ist, wird er da sein. Und wenn Sie dann sich impfen lassen, bin ich der glücklichste Gesundheitsminister der Welt. Da werde ich mir noch mehr Mühe geben. Noch mehr Mühe geben. Nein, ich meine das ernst. Sie sind ja nicht die Einzige, die mir sagt, mit dem Impfstoff würde ich es machen. Und deswegen allein ist es schon wert, das zu tun. Was die Frage ist, was tue ich, um aus Spannungen nicht Spaltungen werden zu lassen? Wissen Sie, das Einzige, was mir dabei einfällt, ist miteinander reden. Immer wieder zu versuchen, auch miteinander zu reden. Immer wieder das Gespräch zu suchen. Ich habe auch schon häufig, also fast immer, wenn ich irgendwo Demonstrierende sehe, wenn ich wo bin, versuche ich auch das Gespräch. Ob es Verdi ist, ob es Pflegekräfte sind, ob es Ärzte sind, die unterschiedlichsten Gruppen gibt es. Ich habe auch vorvorgestern in Kirchen in Rheinland-Pfalz, auch weil da einige waren, die eher dann querdenkend waren, auch da noch eine Diskussion geführt, wenn es dann eben geht. Ich sage Ihnen aber auch, ich habe es auch mehrfach probiert, wo ich dann auf Sie zugegangen bin und wenn es dann heißt, hau ab, Mörder, schwule Sau, dann, sorry, dann ist auch kein Gespräch möglich. Es geht nicht, also Gespräch setzt voraus, dass man zumindest irgendwie ein bisschen miteinander so umgeht, dass ein Gespräch möglich ist, dann bin ich jederzeit bereit. Selbst wenn jemand es völlig anders sieht als ich, versuche ich zu verstehen, warum. Weil so fängt Politik an, erstmal zu verstehen, was ist. Und dann kann man davon ausgehen, schauen, ob man zusammenfindet oder nicht. Aber das macht natürlich ein Gespräch schwierig manchmal an der Stelle. Und trotzdem versuche ich es immer wieder aufs Neue, auch dieses Gespräch zu führen. Auch nicht nur bei diesem Thema, auch bei anderen Themen. Weil es ist wie in der Familie. Der einzige Weg, zusammen zu bleiben, ist miteinander zu reden. Auch in schwierigen Zeiten. Und ich werbe halt für eins, auch wenn Sie die Dinge anders sehen, weil mich eins beschäftigt. Ich weiß nicht, ob Sie das in Ida Oberstein mitbekommen haben. Der Mann, der da den anderen, den 20-jährigen Studenten erschießt, weil er irgendwie die Maskenpflicht. So, deswegen müssen wir alle, beide Seiten, sehr aufpassen mit den Worten. Unterschiedliche Meinungen austragen und besprechen, aber in einer Wortwahl, dass nicht irgendwann einige sich noch animiert fühlen, aus Worten Taten werden zu lassen. Nämlich ständig es heißt, Mörder, Volksverräter, du bringst unsere Kinder um. Dann kommt irgendwann der Moment, wo dann doch einer und einer reicht. Meint, dass das ihn doch eigentlich legitimiert zu taten. Und deswegen diskutieren, aber ein gemeinsames Interesse haben wir da, glaube ich, da bin ich sehr sicher, dass wir eben auch sehr klar sagen, wir machen das in einer Art und Weise, die nicht Hass und Gewalt befördert, sondern am Ende Zusammenhalt stärkt. Und dann halten wir auch unterschiedliche Meinungen aus. Das sind sehr klare Worte. Ich will nur sagen, ich war vorhin drüben und habe das Gespräch gesucht. Und da rief mir einer zu, das sei ein Genozid, was Jens Spahn mache. Da sage ich, Sie relativieren den Mord an den Juden und es findet ja kein Genozid statt. Und dann riefen einige im Chor, ja, es ist wie die Ermordung, wie der Holocaust. Da muss ich wirklich sagen, das sind Menschen, mit denen wir dann uns schwer tun zu reden. Und ich bin dir sehr dankbar für die klaren Worte, die du ja jeden Tag erlebst. Und die klaren Worte, die du findest, wir müssen für Zusammenhalt stehen, aber auch ansprechen, wenn Relativierungen und Falschinformationen stattfinden.